ganze Woche vorher für alles, was nicht mit dem Schatten zusammenhängt. Nur ein halber Mensch. Die letzten Proben waren sehr aufregend. Wie ich bei der ersten Hauptprobe das Bühnenbild zum ersten Mal sah, war ich vor Glück rot wie eine Tomate. Bei der Generalprobe flaute es ein wenig ab, weil ich stylisch noch viel verändert werden musste. Aber bei der Premiere war ich durch meinen vielen Besuch und die Anspannung der letzten Tage so aufgeregt, dass ich zu Beginn der Vorstellung, als das Glockenspiel die Märchenstimmung einläutete, da stand und bevor ich die Bühne zum ersten Mal als Schauspielerin betrat, waren vielleicht so wie für einen Kaiser vor seiner Krönung. Mir war so feierlich zumute. Ich dachte, alle guten Geister sind zu mir gekommen und tanzen mir im Reigen. Ich hätte in dem Moment sterben mögen. Was kann die Kunst aus einem Menschen machen? Das große, schwarze Loch des Zuschauerraums sperrte seinen gierigen Rachen auf, um die mehr oder weniger schmackhafte Beute zu verschlingen. Ich fühlte mich so erhaben über alles Irdische. Die Geburt ging schwer, aber schnell vorüber und ich hoffe zu Gott, dass mein Neugeborenes nicht gleich verkümmert, sondern wächst und sich weiterentwickelt. Ich glaube, verliebt sein kann gar nicht schöner sein. Ich fühle mich wie in einem Rausch von Champagner und schönen, edlen Blumen. Zum Schluss wurde ich sanft mit Blumen und dem Applaus eines jubelnden Publikums gewählt.